Okay, können wir mal. Ding, 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 ding. Können wir mal so tun, danke. Können wir mal so tun, als fände hier ein Seminar statt. Ja? Mucksmäuschenstille hätte ich jetzt gerne, weil ich nur ganz wenig Zeit habe. Das Thema ist klar. Wir haben ein großes Wort heute zu besprechen. Hoffnungsmaschine. Und das Einzige, was ich damit machen kann als geborener Systemtheoretiker und entwickelter Formtheoretiker, ist mir anzugucken, was stecken denn da für Begriffsteile drin? Da fällt mir erstens auf, dass das offenbar eine Unterscheidung sein muss, die da getroffen wird. Es geht um Hoffnung einerseits und es geht um Maschine andererseits. Und da haben wir in der Soziologie eine schöne kleine Analysetechnik, um die es mir jetzt natürlich eigentlich geht. Also ich glaube, man lernt zwischendurch ein bisschen was über Hoffnung und Maschine. Aber meine eigentliche Hoffnung ist, dass man auch was über meine Methode lernt, damit umzugehen. Folgendes können wir jetzt machen. Bitte? Ich hatte eigentlich auf einen Zwischenruf von Maren Lehmann gewartet, aber das ist. Diese Forschungsmethode läuft darauf hinaus, für die Unterscheidung ein solches Symbol zu verwenden. Von George Spencer Brown, einem britischen Mathematiker, wird genannt das Cross. Ich gehe jetzt gar nicht in die Details hinein, sondern sage nur Folgendes. Dieses Cross dient uns dazu zu sagen, was interessiert uns und was steckt wohl dahinter. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Es interessiert uns die Hoffnung und es interessiert uns die Maschine. Die Linguisten sagen gerne, das ist der markierte Wert, jeweils auf der Außenseite der Unterscheidung. Wir haben zwei markierte Werte, einmal die Hoffnung, einmal die Maschine. Und die subtile Rückfrage ist jetzt, was sind denn dann wohl die unmarkierten Werte, die den Hintergrund, die Selbstverständlichkeiten, die man nicht mehr abrufen muss, die vielleicht auch eigentliche Motivik hinter einer Unterscheidung tragen. Berühmtes Beispiel in der feministischen Forschung, schreibe ich jetzt mal hier hin, damit wir es nicht mehr zu lange uns anschauen. Das Interesse an der Frau, ja, feministisches Interesse bzw. patriarchalisches Interesse, ist ein Interesse an der Markierung der Frau vor dem Hintergrund des unmarkierten oder unmarkiert bleibenden Mannes. Der über Frauen spricht, ist ein Mann. Es geht um die Bezeichnung der Frau als Frau. Das ist das, was für die patriarchalische Gesellschaft das eigentlich Interessante ist. Der Mann, ne, der wird jetzt mit gutem Grund feministisch beleuchtet. Da dreht man also die Unterscheidung um. Der Mann wird beleuchtet, man entdeckt Toxizität und so sonstige schöne Dinge. Die Frau verschwindet und es ist eigentlich nichts gewonnen. Ja, etwas Ähnliches mache ich jetzt mit diesen beiden uns eigentlich interessierenden Unterscheidungsmerkmalen. Frage, was könnte denn, Frage an mich, keine Bange, was könnte denn der unmarkierte Wert hinter der Hoffnung sein? Wir haben da im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die eine muss ich mir aufschreiben, weil ich so bibelfest nicht bin, wie ich jetzt hier gerne tun würde. Wir könnten an das denken, was in der Bibel gerne als Hoffnung beschrieben wird. Zum Beispiel im Psalm 62, Vers 6. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Also wir könnten sagen, die Hoffnung hat irgendwas mit Gottes Vertrauen zu tun. Und könnten jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, wie viel Gottesvertrauen braucht denn die Zeppelin-Universität? Und vor allem, wofür? Ja? Wir können aber auch sagen, und ich nenne jeweils nur zwei Möglichkeiten, es gibt natürlich unendlich viel mehr. Wir können sagen, nein, es steckt ein anderer, unmarkierter Wert dahinter. Den kennen wir alle aus den großen Schriften von Ernst Bloch, die ich mir bei der Gelegenheit mal wieder angeschaut habe und sehr gestaunt habe, was dort alles zu finden ist. Bei Ernst Bloch gibt es das berühmte dreibändige, fünfteilige, verschiedene Ausgaben, zunächst der DDR erschienene Buch Prinzip Hoffnung. Da geht es darum, dass Hoffnung etwas mit dem noch nicht Bewusstsein zu tun hat. Noch nicht
Bewusstsein. Zweiter Teil, fünftes Kapitel oder so etwas. Schauen Sie nach, steht bestimmt unten in der Bibliothek. Haben wir noch eine? Das Noch-Nicht-Bewusstsein ist eine außerordentlich interessante Kategorie. Es ist nicht gleich dem Unbewussten, darauf legt Bloch großen Wert, sondern es ist ein jetzt aktuelles Bewusstsein, das von sich weiß, dass das, was für es möglicherweise entscheidend sein könnte, noch nicht eingetreten ist. Und das deswegen auf seine Situation schaut, auf die Bedingungen dieser Situation, auf all das, was an körperlichen Voraussetzungen, sozialen Voraussetzungen, kulturellen Voraussetzungen der Fall sein könnte, damit man in bestimmten Situationen zu einem Bewusstsein kommt, also zu dem sich entwickeln kann, was ich jetzt mal gerne für unsere Zwecke, für die jetzigen Zwecke Eigensinn nennen möchte. Und natürlich im Fall der ZU geht es vermutlich auch um Gottesvertrauen. Wir haben ja alle fast alle in der Panel-Diskussion gesessen und haben gehört, was hier Gottesvertrauen heißen muss. Aber rein strategisch, missionarisch, rein bezogen auf das, was diese Universität seit 20 Jahren ausmacht, geht es natürlich um ein Bloch'sches Bewusstsein. Und das Spannende bei Bloch ist, es geht nicht um irgendein Warten auf irgendetwas, was demnächst passieren könnte oder auch nicht passieren könnte. Es geht auch nicht um Furcht und es geht auch nicht um Angst, der gleichsam Hoffnung entgegengesetzt wird, sondern es geht um einen scharfen Blick auf sich selbst, auf das eigene Bewusstsein, das noch nicht da ist, wo es sein könnte, weil es die Bedingungen, unter denen es operiert, noch nicht begriffen hat, also schlicht, weil der Eigensinn, auf den es angewiesen ist, noch nicht hinreichend entwickelt ist. Lassen wir das mal so stehen. So viel Zeit habe ich nicht. Maschine, wieder dieselbe, es ist immer dieselbe. Wenn man einmal Formkalkül macht, macht man immer nur noch dasselbe. Was ist Maschine, der markierte Wert? Was könnte man da jetzt als unmarkierten Wert voraussetzen? Was ist das, wovon her man schaut? Wieder zwei Möglichkeiten. Einmal die Mechanik. Das haben wir heute schon viel gehört. Also Maschine ist irgendwas, wo das Zusammenspiel passen muss. Was man kausal kontrollieren kann, wo Prozesse definiert werden können, wo man vorne was reinsteckt und hinten genau das rauskommt, was man möchte. Eigentlich eine sehr langweilige, weil völlig durchkalkulierte Angelegenheit, die man in Fällen von Maschinenbau braucht. Im Fall von Universitäten bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob man das da braucht. Im Fall der Zeppelin-Universität bin ich mir sehr sicher, dass wir das nicht brauchen. Wir brauchen keine Kalkulierbarkeit von Input und Output. Ne, Herr Münch, darauf lief das was tun, das Sie zu sagen gehabt hätten, vermutlich hinaus. Also Mechanik nicht, was denn dann? Gibt es irgendeinen Maschinenbegriff? Und Sie ahnen schon, dass ich gleich Ja sagen werde. Gibt es irgendeinen Maschinenbegriff, der uns dabei helfen könnte, diese Hoffnungsmaschine genauer zu verstehen? Ja, nämlich den Begriff des Automaten. Die vielen Griechisch-Kenner unter Ihnen wissen sofort, was hier die Sache ist. Autos, Matai. Also ich bin kein Griech. Ich habe nie Griechisch gelernt. Das ist eins der großen Defizite, dass ich irgendwie nach meiner, Pensionierung, aber pensioniert bin ich schon, noch bewältigen muss. Autos selbst. Dieses Stichwort Matai hat irgendwas mit Bewegung zu tun. Also das, was in der Lage ist, sich selbst zu bewegen. Von Heinz von Förster, einem der großen Kybernetikpäpste des letzten Jahrhunderts, stammt die Formulierung, ein Automat ist dann ein Automat, wenn er nicht trivial operiert. Ein Nicht-Automat ist dann nicht trivial, wenn er mindestens zwei Funktionen hat. Jetzt können die Ingenieure wieder zuhören. Die eine Funktion ist eine Transformationsfunktion. Immer dann, wenn A, werden bestimmte Prozesse eingerichtet, die irgendwann zu einem B führen. Und die andere Funktion, die im Automaten herrscht, ist eine Zustandsfunktion, die ermöglicht es, dem Automaten immer abzurufen. Jetzt habe ich dreimal A gehört und habe auch dreimal B produziert. Das vierte A fängt an, mich zu langweilen. Ich sage jetzt X. Nicht wegen Elon Musk, sondern weil mir das X gefällt. Ja? Das heißt, Eigensinn. Wieder so etwas wie Eigensinn, so etwas wie Fähigkeit zur Überraschung und vor allem all das, was im Grunde Unkalkulierbarkeit, Unvorhersehbarkeit,
Lebendigkeit ausmacht. Dieser Begriff des Automaten ist ein Begriff, der bei Leibniz eine Riesenrolle spielt, der schon bei den alten Griechen eine Rolle gespielt hat, der dann bei John von Neumann wieder eine Rolle gespielt hat, immer dann auch durchaus mit dem, unter dem Stichwort Maschine auftauchen, das macht es ein bisschen verwirrend, der aber immer schon dazu geführt hat, eben nicht zu sagen wie Descartes, wir können das Verhalten eines Tieres auf mechanische Funktionen runterbrechen, sondern zu sagen, das Verhalten eines Tieres, einer Pflanze, eines Menschen, eines sozialen Systems begreifen wir nur, wenn wir die Fähigkeit zur Überraschung, die Fähigkeit, eigene Zustände zu kennen, abzurufen und vorzutragen, mit ins Kalkül ziehen. Ne? So habe ich jetzt also bei den beiden markierten Werten, Hoffnung und Maschine, immerhin zwei, sagen wir mal, Inhalte oder Charaktere gefunden, die für mir für die Zeppelinische Universität brauchbar scheinen. Jetzt machen wir den letzten Schritt. Wir schreiben das natürlich wieder zusammen, so wie es da schon zusammenstand. Hoffnung. Bringen allerdings jetzt einen kleinen Zusatzaspekt hinein, den ich jetzt hier noch nicht richtig betont habe. Ich will ihn nicht den Blick versperren, aber wir schreiben das nämlich so, dass wir das Cross daneben dazwischen setzen. Ja? Jetzt können Sie mal die Geschichte mit der Markierung und Unmarkierung im Moment vergessen. Wichtig ist jetzt, dass es zwei markierte Termini gibt, deswegen stehen sie da, die Hoffnung und die Maschine, die voneinander unterschieden werden und aufeinander bezogen werden. Das ist der eigentliche Clou bei dem Formkalkül von Spencer Brown, dass man Unterscheidungen als Unterscheidung von zwei Seiten, das eine ist nicht das andere, die Hoffnung ist nicht, funktioniert nicht in der Form einer Maschine, sagt und gleichzeitig sagt, aber die Unterscheidung, wie bei Mann und Frau, bei oben und unten, bei rechts und links, bei hinten und vorne sichtbar, bildet einen Zusammenhang. Die Unterscheidung des Verschiedenen bildet einen Zusammenhang. Eine Denkweise, die wenig mit europäischen Denkgewohnheiten zu tun hat, aber eben in dieser Mathematik elementar verankert ist. Das Mantra dieser Universität. Vielen Dank.